Moin, willkommen zu einem Unboxing hier auf diesem Kanal. Heute habe ich für euch das neue Album von Alligator Off als Vinyl. Genau, und ich habe es natürlich nicht so gekauft, sondern ich habe es hier im Ticketbundle gekauft, deswegen habe ich noch so ein Ticket für eine Show. Ja, kann man so sagen. Genau. Die Platte selber, also das Album ist geil. Die Vinylkiste habe ich auch noch, ich glaube auf Amazon, bei dem Shop auch noch, also bei dem Shop selber auch noch. Und Mediabook, die kriegt die glaube ich auch noch überall. Also absolut überhaupt gar kein Problem, da noch dran zu kommen. Hier einmal die Rückseite. Das Ganze kam bei dir auch nicht verschweißt. Das Thema ist glaube ich irgendwo mal letztens hochgekocht, keine Ahnung. Aber es ist alles geil. Also ich finde es geil, ich mag es. Ich bin da persönlich ein Fan von. Das kommt mir alles sehr, sehr entgegen. Ich kann es nicht fokussieren. Ja, so sieht das Ganze aus. Aber wirklich auspacken muss das jetzt ja nicht mehr. Aber natürlich können wir uns die Vinylfarbe mal angucken. Da ist nichts weiter drin, also kein Inlay, kein nichts anderes. So. Dann gucken wir uns mal hier die Platte an. Transparentes Rot. Irgendwie letzter Satz, das hatten wir doch schon mal. Transparentes Rot, wo waren? Alles bei der Anchors and Hearts Season, die war rot-rot-mäßig. Genau. Das ist in Realität ein bisschen dunkler als hier auf dem Video. Ja. Und in der Mitte halt, ne? Name und Künstler. Viel muss ich dazu auch nicht sagen, weil viel gibt es ja auch nichts zu erzählen. Spotify, also das Album auf Spotify finden in der Videobeschreibung und den Künstler auch und meine Alligator-Playlist auch. Da haben wir auch zum letzten Album uns ausgepackt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Hau da rein.